Wunderschönen guten Abend, ihr Blutsauger, zu einer weiteren Runde Dead by Daylight. Ich habe heute ein neues Perk drin, einfach nur, weil ich es euch mal zeigen wollte. Diesmal wieder, ja, es ist nicht episch. Und zwar Hoffnung. Ich renne etwas schneller, sobald die Tore Energie haben. Das könnte man irgendwie kombinieren. Oder das in episch wäre ziemlich geil, um nochmal die Leute zu retten. Da macht man nämlich die Türen auf und fängt dann an, noch Leute alle raus zu eskortieren, wenn man eh ein bisschen schneller ist. Auf jeden Fall eine nette Idee. Letzte Runde war der Sachse der Killer gewesen in meiner Runde. Das hat er aber gestreamt. Ja, schade. Das hätte ich gerne aus seiner Sicht gesehen. Was ein lustiger Zufall. Macmillan anwesend. Fantastisch. Neue Runde, neues Glück. Ich bin immer noch mit Jake unterwegs. Jeder Charakter hat seine eigenen Perks. Ihr seht unten rechts Hoffnung. Diese Wings. Und ja, wir schauen mal wieder, wie das Ganze so weitergeht. Kurz den Anfang abwarten, weil ich wissen will, in welche Richtung er sich aufmacht. In der Map kann man sich am besten im hohen Gras verstecken, finde ich. So, momentan passiert hier noch nichts. Zumindest bei mir nicht. Deswegen, was, da kommt was. Links, das ist aber ein Überlebender. Einer von unseren hat Disconnect. 3 gegen 1. Das hatte ich letztens öfter, aber diesmal mache ich schon Punkte. Diesmal lasse ich mir das hier nicht nehmen. Letztes Mal sind 3 Leute auf einmal gegangen. Runde ging los, 3 Leute weg. Das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Jetzt mache ich meine Points. Vorne ist auch ein Überlebender. Ein anderer. Ah, ich glaube, unser Killer ist AFK. Da mache ich trotzdem meine Points eben. Schade. Aber das hatte ich halt jetzt schon öfter gehabt. Solche Runden. Das ist genau das, was ich meinte. Vielleicht mache ich hier gleich aber einen Cut und mache einfach dann noch eine neue. Dann mache ich auf jeden Fall noch eine neue. Aber damit ihr das einmal seht. Jetzt ist halt der Killer weg und noch ein Spieler. Aber das liegt ja dann eher wohl, das ist jetzt wohl eher serverseitig. Muss nicht wegrennen, ist AFK. Weil das scheint ja ein Problem zu sein. Denn das heißt vielleicht, dass die 3 Leute, die ich hatte, gar nicht gelieft sind, sondern rausgeflogen sind. Ich selber hatte das Problem noch nicht. Also mich betreffend. Also ich bin noch nicht so disconnected. Aber in dieser Disconnect-Runde wurden meine kompletten Diamanten wieder zurückgesetzt. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, dann mache ich jetzt hier aber meine Points. Diesmal lasse ich mir das nicht nehmen. Und gehe einfach raus, weil dann kriege ich eine Niederlage. Ich weiß, ich könnte jetzt natürlich auch Punkte farmen. Ich könnte jetzt auch alle Generatoren anmachen. Ja, was kann ich nochmal? Alle Haken? Nee, Haken kann ich diesmal nicht abmachen. Und so weiter und so fort. Aber ich will einfach nur die Runde hier beenden und mache dann einfach noch eine. Ich hoffe, dass unser anderer Dude jetzt wenigstens den letzten Generator anmacht. Oder wollen die D-ranken? Aber ist dann nicht Leaven auch einfacher? Moment, wenn er das so macht, wird er D-ranken, weil er halt keine Punkte bekommt, aber er hilft anderen Leuten beim Upranken. Aber was ist der Sinn davon? Das wäre jetzt für mich eine Theorie, die Leute jetzt gewinnen zu lassen, aber das macht ja auch keinen Sinn. Oder doch? Ich hab... Naja, vielleicht ist es doch auch nur ein Serverfehler und ich mache viel zu viele Gedanken. Ah, der kam fix.
Ja, Mann, das schöne Haus hatten wir diesmal. Die große Villa. Also, Villa, das große Industriegebiet. Schöne Villa. Will jeder drin wohnen. So, jetzt machen wir die Töne auf, dann gibt's einen Cut. Und dann mit einer richtigen Runde nochmal. Aber das ist das Problem, was ich vor 2 Tagen angesprochen hatte. Vielleicht habt ihr mir auch die Lösung schon in die Kommentare geschrieben, hat sich das hier eh erledigt. Ka-ching! So, jetzt bin ich gespannt, welchen Rang er hat, ob das Sinn macht, uns leben zu lassen. Boah, es war aber knapp. 3 Generatoren angemacht. Trotzdem knapp gewesen hier. Rang 14 und AFK gewesen. 3 sehr seltene Perks. Keine Ahnung. Bis gleich. Und da sind wir wieder zurück. Nach einem kleinen Cut. Neue Runde, neues Glück. Jetzt war ich so lange AFK, dass ich absolut gar nicht gesehen habe, welchen Rang die Leute haben. Aber ich kann nochmal gut, in der Zeit war, ich war nicht AFK, ich habe Kommentare gelesen in der Zeit, kann ich noch gar auf andere Kommentare eingehen. Leute, wenn ich sage Level 20 oder Rang 20, ich rede natürlich, ne, man müsste am Kontext verstehen, was ich in dem Moment meine, ja. Wenn ich sage, die sind alle Level 1 bis 8, dann interessiert mich in dem Fall nicht, wie viele Perks sie haben. Das sehe ich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch. Doch, ich würde sehen, wenn ich mit der Maus drüber gehe. Ja, in dem Zeitpunkt geht es mir nur um den Rang, den sie haben. Einfach, ne, ein bisschen mitdenken, Leute. Das ist auch nicht so schlimm, dass man da Rang oder Level sagt. Das eine ist nur die Anzahl der Perks, aber total irrelevant. Trotzdem ist es das Einzige, was zählt. Ich rede immer von dem Rang, weil das ist das Einzige, was irgendwie, was ja irgendwie Skill darstellen soll. Aber ich rede von Level, weil das das Einzige ist, was in dem Spiel wichtig ist, weil du dadurch mehr Perks hast. Denkt einfach nur an den Kontext. Nur der Kontext zählt. Einer hat es direkt versaut und rennt dem Geist in die Arme. Cheer. Oh, eine Schatzkiste. 2 Leute da verletzt. Und wir haben noch nicht 1 Automaten. Die Scheune ist aber optimal. Das ist die Infinite-Scheune. Alter, die Scheune hat da oben noch so ein... Ist das ein Baumhaus? Das ist einfach nur ein... Das ist eine Anzeigetafel wahrscheinlich. Scheiße, so ein Haus da oben wäre ziemlich cool. Ich hätte ein Medikit mitnehmen sollen. Dann hätte ich... mit Medikit kannst du richtig offensiv spielen. Wenn du... Dann könnte ich hier wirklich komplett durcharbeiten. Selbst wenn ich einmal getroffen werde, renne ich zu dem Fenster in der Scheune. Und sollte dann wieder abhauen, kann ich mich locker halten. Das ist ein richtig mieser Move. Könnte 2-mal machen. Eigentlich Medikit in dem Fall noch geiler als ein Werkzeugkasten. Ich hoffe mal, dass die beiden sich da irgendwie gegenseitig heilen können. Irgendwie wird der Killer ja die beiden verloren haben, was ziemlich komisch ist. Shit! Alter, der kam wieder... Der kam wieder instant. Hebt er ihn auf? Ja, er nimmt den mit. Er will ihn runter in die Scheune tragen, bestimmt. Komm, ich muss da hin. Ich muss wieder helfen. Mach fertig da jetzt! Und warum macht Danish nichts fertig? Das war knapp. Mann, das macht's nicht mal Sinn, dem zu helfen.
Und jetzt bin ich auch noch verletzt. Eklig. Da hinten ist er. Warum heilen sich die dann auch nicht gegenseitig? Weil jetzt sind wir alle schon angeschlagen. Eigentlich haben wir keine Chance. Ich muss ein Medikit finden. Ich müsste das hier droppen und ein Medikit aufheben. Okay, du heilst mich, ich heil dich. Der eine kann auf jeden Fall wegkriechen gerade noch. Okay, er pickt einen, den wir da unten aufhängen. Was macht der überhaupt? Der war in dem Schrank. Ich habe ja einen Schrank gehört. Das sieht nach keiner guten Runde aus, aber ich muss auch gerade echt vielen Leuten irgendwie den Arsch retten. Der wird rauskommen. Deswegen muss ich jetzt schon anfangen zu sneaken. Lieber nur mal sicher. Hauptsache keinen Damage machen. Ich höre ihn noch. Moment, lese ich gerade die Karte? Oder warum wurde mir das gerade angezeigt? Tut mir leid, Dennis. Da unten bist du aber auch in einer Kackposition. Er muss ja nur da. Er muss nur. Okay. Mach mal einen Generator an, Kollege. Wow. Schön. Scheiße. Dich kriege ich auf jeden Fall wieder gefixt. Ich muss ihn weglocken. Weil er ist ja in dem Schrank drinne. Das hat er aber gecheckt. Ich habe es versucht, ihn da wegzulocken. Ich glaube, diesmal werden wir es nicht schaffen. Der Generator braucht auch ewig. Alter, der muss ja von Grund auf kaputt sein. Ich muss mal was suchen für mich.
Wenn du es in der Zeit noch schaffst, einen Generator anzumachen, ich schaff den einen noch. Mit Mühe und Not. Dann fehlt uns noch einer. Und der Ausgang, was ziemlich kacke sein wird. Mit der Karte könnte ich die Luke finden, vielleicht. Jetzt muss ich vielleicht mal Asi sein. Ich habe so viel versucht zu helfen. Komm schon, Dude. Sehr gut, Kollege.
Komm schon. Der schafft das. Also wir schaffen es nicht. Das ging schnell. Ich brauche einen anderen Plan. Ich bin leider so laut wie ein Stück Shit hier. Ich muss die Luke finden, bevor er mich findet. Das ist meine einzige Hoffnung. Die Luke hat sich mir nicht gezeigt. Das verlieren wir. Aber es war spannend. Es hat Spaß gemacht. Ich habe alles gegeben für mein Team. Also das kann mir keiner unterstellen, dass ich hier nicht gekämpft habe. Ich weiß, dass die Luke Fixpunkte hat. Also bei dem größeren Haus ist sie immer daneben. Jetzt hat er abgekürzt. Das war ein Fehler von mir. Gib mir die Luke.
Auch noch nicht jetzt. Shit. Ich hab's versucht. Ich hab die Luke nicht gefunden. Ach, die Map ist nicht so groß. Irgendwo muss die Luke versteckt gewesen sein. Ich denke, ich habe lange überlebt. Ach, ich will jetzt nicht. Das hat er verdient. Aber ihr seht auch immer noch nach dem Patch, es ist möglich, sehr, sehr lange zu überleben. Keine Ahnung, warum der Rest des Teams das irgendwie nicht hinbekommen hat. Schade eigentlich. Ich hätte jetzt gerne nochmal eine Map-Overview gesehen, um zu wissen, wo die Luke war. Bei den anderen Maps ist es ein bisschen einfacher, an die Luke ranzukommen, weil man da diesen Anhaltspunkt schon hat. Der fehlt mir hier. Ich hätte gedacht, der ist irgendwo an der Scheune. Aber, ja, meinen Rang ab habe ich trotzdem bekommen. Seht man sogar, wie viel mehr als sonst. Trotzdem die meisten Punkte. Also jetzt natürlich der Killer mit Rang 4. Ja, Rest. Was soll man sagen? Was soll man sagen? Keine Ahnung, warum die schon so ein hohes Level haben, um 3 Perks zu haben. Aber spielen können die alle nicht. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.